Weiter geht's in SS. Und damit wir in dieser Folge mal ein bisschen schneller vorankommen als in der letzten, habe ich schon mal hier einen Baum, Busch und Stein abgebaut, den ich finden konnte, damit wir unseren NPCs ein paar schöne Häuser bauen können. Am besten für den Holzfäller. Dann müssen wir nicht nochmal so viel Zeit für die Ressourcenbeschaffung in der Folge verschwenden, sondern können uns gleich ans Bauen setzen. Dann gucken wir uns mal die Ausbeute an. So, das ist ja schon mal eine ordentliche Menge an Kram. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir daraus irgendwie ein schönes Haus machen. Die Frage ist nur wieder, wie? Wir haben ja auch wieder nicht mehr so viel Platz bis oben ans Meer. Ich werde mal damit anfangen, irgendwie den Grundriss zu platzieren. Dann können wir uns dann einfach daran orientieren, wie groß das Haus wird. Ein paar Holzwände haben wir hier noch. Und noch ein paar Steinwände, perfekt. So, der Grundriss vom Haus steht schon mal. Und eigentlich war es der Plan, dass die Holzfarm übers Haus kommt. Aber irgendwie ist hier schon Wasser. Ich sollte wohl mal anfangen, vorm Bauen zu planen. Und nicht drauf losbauen und gucken, wie es dann aussieht. Was machen wir? Bauen wir die Farm dann einfach links daneben irgendwo hin? Vielleicht mal gucken, wie wir das machen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob man überhaupt irgendwie das Wasser wegkriegt. Ob ich rüberbauen kann, ob es sowas gibt wie Brücken. Ich werde mal hier kurz ein bisschen durchgucken. Ah ja, hier, Landmasse. Kann verwendet werden, um Bohnen auf Wasserfeldern zu erzeugen. Okay, das heißt, im Notfall bekommen wir das Wasser da schon mal weg. Das ist gut zu wissen. Dann werde ich das Haus einfach mal ein bisschen einrichten gehen. Ich will noch einmal einrichten. Und was auf jeden Fall noch fehlt, sind Betten. Und dafür brauchen wir Wolle. Da müssen wir mal gucken, ob es irgendwie sowas gibt wie eine Schere zum Scheren der Schafe. Ah, hier, Schere. Kann benutzt werden, um Schafe zu scheren. Können wir das gleich mal ausprobieren. Denn jetzt sieht das Scheren so aus. Und vorher hat es ja so ausgesehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser für die Schafe. Auch wenn die so echt komisch aussehen. Als würden die einfach auf zwei Beinen laufen nur. Aber dann werde ich mich mal hier um jedes Schaf kümmern, was ich auf dieser Insel so finde. Das war schon mal ziemlich erfolgreich. Wir haben 48 Wolle bekommen. Da können wir uns dann 3 Fichtenholzbretter herstellen. Ne, Blödsinn. 3 Fichtenholzbetten, nicht Bretter. Gut, dann mal sehen, was brauchen wir noch für ein schönes Haus? Kerzenhalter? Ja, kann man mal ausprobieren. Dann noch einen schönen Esstisch. Ein paar Stühle. Bücherregal. Kleiderschrank. Dann gucken wir mal, ob wir damit was Schönes machen können. Das Haus ist schon mal ein bisschen eingerichtet. Es gibt noch weniger Einrichtungsmöglichkeiten als gedacht. Da sieht das hier drinnen, finde ich, noch ein bisschen leer aus. Aber wir haben hier immer ein Schlafzimmer, ein Gästezimmer, hier einen kleinen Bereich mit Kamin, Tisch und Stuhl, ein Badezimmer mit ein paar Blumen drinnen und dann noch eine Küche, Esszimmer. Fehlen natürlich noch die Leute, die einziehen. Ich hoffe mal, dass jetzt hier bald ein NPC vorbeikommt, der Holzfäller ist. Ansonsten müssen wir selber suchen gehen und gucken, ob wir einen finden. Aber erstmal warte ich noch ein bisschen und starte schon mal den Bereich, wo wir die Bäume einpflanzen können später. Damit ist unsere Holzplantage eigentlich auch fertig. Hier auf der linken Seite haben wir Eichenholzsetzlinge angepflanzt. Und auf der rechten Seite Fichtenholzsetzlinge. Legst aber schnell ins Bett, damit es hier ein bisschen heller wird. Das sollte hoffentlich erstmal reichen an Holz. Wir haben hier auf beiden Seiten jeweils 45 Setzlinge. Die können ordentlich wachsen und jetzt fehlt nur noch der NPC. Wir können mal gucken, was der Jäger so kann. Der wollte ja auch bei uns einziehen. So, für 27 Leder und 211 Münzen. Und der kann auch Försterei betreiben. Das heißt, wir könnten ihn theoretisch mal ausprobieren. Wir müssen nur noch 27 Leder zusammentragen. Da weiß ich nicht, ob wir so viel haben. Gucken wir hier in die Tiertruhe. Wir haben schon mal 15 Stück. Und Goldmünzen liegen hier oben. Davon haben wir genug. Ja, dann müssen wir wohl noch mal ein paar Kühe dran glauben. Oh, das hat schon locker gereicht.
Die Kühe droppen mehr Leder als erwartet. Ich habe jetzt schon 36 Stück. Dann gucken wir mal zum Jäger. Ist einfach weg, oder sehe ich ihn nicht auf der Karte? Hallo? Ah, drum ist er ja. Ich sehe ihn also nicht auf der Karte. So, möchtest du dich in meiner Siedlung niederlassen? Annehmen. Jetzt haben wir unseren ersten Dorfbewohner rekrutiert. Und auch direkt jemanden umgebracht. Ey, bleib mal stehen. Lege dir einen Apfel auf den Kopf und ich zeig dir einen Trick. Na, lieber nicht. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich glücklich. Gedanken. Die Einrichtung von Raum ist gut. Die letzte Mahlzeit war einfach. Die Raumgröße ist klein. Ja. Glückliche Siedler machen dir bessere Preise im Laden und nehmen sich kürzere Arbeitspausen. Was verkaufst du denn alles so? Ein Pfeil für 7 Münzen. Eisenbogen. Gut, nichts, was ich brauche. Deine Ausrüstung? Du hast einen Kupferbogen. Settlement Storage. Weiß nicht mal genau, was das sein soll. Werfen wir einen Blick auf deine Arbeit. Was möchtest du ändern? Ich möchte deine Arbeitspriorität ändern. Ich möchte deine Ernährung umstellen. Arbeitspriorität, oh wei, oh wei. Försterei soll Top-Priorität sein, würde, ja? Danach Jagd. Zurück. Zurück. Auf Wiedersehen. Woher weißt du denn jetzt, wo der wohnt, der Junge? Gehen wir zur Siedlerflagge und gucken uns das mal an. Siedler. Oh, er ist unglücklich. Da ist sein Zettel to a bed. Must be a bed? Hä? Bewegetreu. Aber wie denn? Hä? Arbeit zuweisen. Forstzone zuweisen. Sieht der Pflanzen in Forstzonen Bäume an. Zone einrichten. Nein. Ich glaube, ich muss die Flagge mit hochnehmen, ob das funktioniert. Keine Ahnung, ich blick da noch nicht so ganz durch. So, wir stellen die mal kurz hier hin. Sagen Forstzone zuweisen. Dann dieser ganze Bereich. Und dann nochmal der ganze Bereich. Okay, jetzt haben wir schon mal Forstzonen, glaube ich. Hoffe ich. Jetzt einmal zurück zu Troy. Zu einem Bett. Dahin. Und mit diesem Haus ist er nicht glücklich. Was sagt das zu dem Bett? Ich weiß nicht, was ist denn sein Problem? Du hast ein komplettes Haus für dich alleine. Hallo? Ren, wie fühlst du dich? Ich streike, da ich unglücklich bin. Ja, warum? Die letzte Mahlzeit war einfach. Ja, aber wo kriegst du denn Essen her? Wenn ich jetzt hier die Tür rausnehme? Wie fühlst du dich? Die Raumgröße ist gigantisch und die Einrichtung von Raum ist ohnegleichen. Okay, das heißt Türen. Verstehe die nicht. Alter, warte. Ich komm raus da. Okay, also er scheint jetzt glücklich zu sein. Wir gucken nochmal hier, Siedler. Sehr glücklich. 80 plus. Das Einzige, was wir verbessern können, ist wahrscheinlich die Nahrung. Ernährung ändern. Blick ich noch nicht ganz durch. Woher kriegen die denn ihre Nahrung jetzt? Equipment. Kopfplatz, Torso. Muss ich ihm jetzt noch eine Axt geben, damit er arbeiten kann? Siedler werden Gegenstände im Siedlerlager ablegen und von dort aus verwenden. Vielleicht kriegen die von da aus ihr Essen? Ich nehme dieses Ding nochmal mit. Na, erstmal gehen wir schlafen. Draußen alles voller Monster. Da habe ich gerade keine Lust drauf. So, ich stelle die Flagge hier nochmal hin. Und die Zonen sind noch da. Okay. Das heißt, ich kann die Flagge abbauen und mitnehmen. Und jetzt irgendwelche Zonen verloren gehen. Dann weisen wir hier mal eine Lagerzone zu. Hier, diese ganzen Truhen benutze ich nicht. Sagen wir mal Lager zuweisen. Kann ich auch mehrere Lager zuweisen? So, die ganzen Truhen können die jetzt benutzen. Jetzt ist die Frage, ob wir den hier Essen reinpacken können und die dann glücklich werden. Und was Neues ist angekommen, ein Pfandler, ja. Wo ist der da unten? Und hier ist hier, ich dachte, das wäre Jason. Sieht aus wie Jason. Ich möchte einige Gegenstände verpfänden. Okay, was genau bringt mir das? Tut mir leid, aber von dieser Siedlung bin ich nicht besonders beeindruckt. Okay, dann hau wieder ab. Okay, Treu, was genau? Ich trage diese Gegenstände, eine Hasenkeule. Ja, setz deine Arbeit fort. Wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir anfangen zu kochen. So, Lagerfeuer.
Einen Grill haben wir hier noch. Platz ich einfach erstmal hier hin. Das könnten wir uns alles herstellen, theoretisch. Ich würde mir aber ganz gerne eine Suppe machen. Und ich meine, ich hätte schon irgendwo einen Kochtopf gesehen da. Kochtopf. Ach, 4 Eisen. Ich habe leider gar kein Eisen mehr. Aber ich frage mich, ob ich dann was aus den Blaubeeren machen kann. Den habe ich relativ viele. Ah, der hat da was reingepackt. Hat der das jetzt hier reingepackt, weil das die Foodkiste ist? Hat er das verstanden? Oder war es einfach nur Zufall, weil ich die als allererstes hinzugefügt habe? Jetzt testen wir es mal. Wie nennen wir die hier? Nennen die Wood. Und falls wir es genauer brauchen, nennen wir die hier. Ups, oder? Oak. Wood. Testen wir das mal. Dann werde ich mal schnell in die Mine schlüpfen. Und mal mindestens 4 Eisen rausholen. Denn den Kochtopf hätte ich schon gerne. Weil hier die Blaubeeren, die sind schon geil. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die zu vermehren, die Büsche? Oder muss ich dafür von Insel zu Insel reisen und ja, halt mehr Büsche suchen? Ein bisschen Kupfer nehmen wir auch mit. Aber eigentlich brauchen wir nur schnell ein bisschen Eisen. 4 Stück reichen ja schon. Ach, Papiere. Oh, hier ist auch eine Truhe. Aber Weizenkörner. Stimmt, Weizen. Aua. Könnten wir uns eigentlich auch mal anpflanzen. Ach, sehr gut. Das ist, glaube ich, Eisen, oder? Ach ne, das ist Gold. Was hast du denn? Ein Höhlenmaulwurf. Einfach ein Dickter in der Höhle gefunden. Aber kein Eisen. Wir haben hier einen Schalter. Ich drück ihn einfach mal. Oh. Okay, wir haben hinten irgendwas in die Luft gejagt. Müssen wir mal hingucken. Eine ganze Menge Stein. Oh, 2 Eisenerz immerhin. Und ein paar Minenwagenbahnen. Oder einfach ein kurz Schienen. Ich muss aber irgendwo Eisen geben. Na, wir können ja mal eine Runde mit dem Wagen drehen hier. Boah, man fährt aber relativ schnell, muss man sagen. Oh, wie komme ich raus? Shift, Escape, E. Wie komme ich raus? Ach, nochmal rechtsklick auf den Wagen machen. Okay. So, haben wir noch irgendeinen Raum. Wieder mit ordentlich vielen Münzen drin. Na, schaffen wir die 1000? Ja, 1041 Münzen. 1085 Münzen. Oh, sehr cool. Kann man mal ein paar neue Dorfbewohner kaufen gehen. Und hier ist Eisen. Sehr gut. Auch gleich eine große Quelle. Das kommt alles mit. Oh, schauen, der Angler erreicht zu Hause. Ein Angler wäre auch gut. Da könnte sich ein bisschen ums Essen kümmern. Gucken wir auch gleich mal, ob wir den irgendwie mit anwärmen können. Da kann erst mal beim Holzfäller mit einziehen. So, alles abgebaut. Wir haben 44 Eisenerz. Das sollte hoffentlich erstmal reichen. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Wenn schon mal auf dem Weg liegt. Nehmen wir es mit. Aber jetzt ab nach Hause. Wir können nächste Folge dann nochmal tiefer in die Höhle gucken. Mehr Erze mitnehmen. Aber jetzt erstmal schnell zurück zum Angler. Bevor der wieder abhaut. So, Angler, wo bist du? Da, Sean. Hallo. Möchtest du dich in meiner Siedlung niederlassen? Ich ziehe hier ein für 302 Münzen. Ja, kein Problem. Annehmen. Sean ist jetzt ein Angler. Oh, wo gehst du hin? Ich steck mal direkt hoch ins Haus. Wird sie da irgendein Bett geschnappt haben? Soll er mal ruhig machen? Ich starte mal das Eisen. Und das Kupfer. Und dann nochmal das Gold. Dann brauchen wir ein bisschen Holz. Zum Verbrennen. Und dann läuft das. Da sortieren wir nochmal das Inventar. Und dann gehen wir auch nochmal schlafen. Oh, ist ja schon ordentlich Bäume gewachsen. Oh, sieht doch so eigentlich ganz cool aus. Schön gemütlich. Hier ist schön hell, schöner Holzfußboden. Umgeben vom Wald. Hat doch was. Dann können wir hier oben nochmal schauen, eine kleine Hütte bauen. Damit er von da aus angeln kann. Kann er sich das hier so gemütlich machen? Können wir sehen, geht der jetzt Holz fällen? Oh, der fängt sogar an zu angeln schon. Obwohl wir nicht mal eine Zone zugewiesen haben. Wie fühlst du dich? Oh, er fühlt sich nur wenig glücklich. Oha, minus 20, weil er sich das Haus teilen muss. Ja, tut mir leid. Aber wir haben doch für getrennte Schlafzimmer, das passt doch alles. Guck mal hier, Sean stellt sich auch nicht an, oder? Sean? Frag ich mal, wie der sich fühlt. Oha, du hast aber eine ganze Menge dabei. Fortsetzen, wie fühlst du dich? Der beschwert sich auch, dass er das Haus teilen muss. Also ihr seid ja verwöhnt. Ja, da, dann
ziehe ich euch hier nochmal eine Wand rein vielleicht. Dann seid ihr hoffentlich glücklich. Dann gucken wir mal. Holz. Nee, nicht Holz. Eisen ist fertig. Dann können wir uns daraus mal einen Kochtopf machen. Kochtopf, Kochtopf. Kochtopf da. Machen wir, glaube ich, noch ein Lagerfeuer. Dann schauen wir mal. Hier gibt es eine Menge Auswahl. Zum Beispiel könnte man sich einen Kochtopfbrot herstellen. Wer kennt's nicht? Ein Cappuccino. Süße Limonade. Ich würde gerne was aus Blaubeeren machen. Einfach ein Smoothie oder so. Popcorn, okay. Kandierte Äpfel. Auf jeden Fall eine Menge Kram. Milch und Zucker. Blaubeerkuchen. Mehl und Zucker bräuchte ich dafür noch. Ach, das ist komplizierter als erwartet. Bananen habe ich noch nirgendwo gesehen. Zitronen. Zwiebeln, eieiei. Was braucht das hier alles? Einfach so ein Schaschlik mit 20 Zutaten. Qualität erlesen. Nur für die ganz feinen Dorfbewohner. Ja, gut. Da hat sich das mit dem Kochen auch erstmal erledigt, würde ich sagen. Wir essen unsere Blaubeeren weiter so. Und die NPCs müssen halt gucken, dass der Angler ein bisschen was ranholt. Ach, der macht schon Pause. Okay. Mal sehen, was haben wir hier schon so zusammenbekommen? Gar nichts. Die haben anscheinend schon das Hähnchen hier draus gegessen. Ist auch leer. Alles leer. Mal sehen, hier Holz. Nichts. Eichenholz auch nicht. Aber hier ist was drin. Okay, die scheinen das einfach irgendwo reinzustopfen. Wie es denen gerade passt. Wir haben hier einen Fressfisch, einen Halbfisch und einen Hering. Ich schneide mir das mal alles raus. Guck mal, ob ich die kochen kann. Scheint mir aber auch nicht der Fall zu sein. Ich muss die auch wieder mit irgendwelchen Sachen kombinieren. Ich kann den Fisch nicht einfach so braten. Na gut, dann nicht. Dann müssen die halt erstmal ohne Essen auskommen. Aber dann würde ich sagen, wir haben unsere Mission erfolgreich ausgeführt. Wir haben zwei Villager, die hier für uns arbeiten. Mehr oder weniger. Und dann gucken wir in der nächsten Folge nochmal in die Höhle und stocken unsere Ressourcen auf. Wir brauchen dringend mehr Erze. Und am besten auch noch bessere Werkzeuge, damit das Abbauen der Sachen hier ein bisschen schneller geht. Aber dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.